Daneben vorne hier ist euer Steinwall. Das letzte Mal sind wir hier vor dieser Insel etwas unrühmlich umgekommen. Unter anderem verursacht dadurch, dass ein Pfeil eines dieser Räuber eine enorme Durchschlagskraft noch unter Wasser besessen hat. Gut, darüber wollen wir jetzt nicht weiter nachdenken. Wir versuchen es ein zweites Mal hier anzulanden. Vielleicht so richtig mit Schmackes. Und dann ein Überraschungseffekt hier irgendwie zu erzielen. So, jetzt einfach mal weg vom Ruder. Ruder, oh, das dauert viel zu lange. Deine Mutter hat dich rausgeschissen. Jetzt hol dich das Grab zurück. Halt, beim Teufelsblut. So, jetzt da nochmal rüberspringen. Okay, alles klar. Das ging ein bisschen besser. Ich habe auch noch das Gift der Erhängten aus Rache aufgelegt. Kommt schon! So, jetzt haben wir nur noch einen. Puh. So. Das war's. Zumindest mit diesem. Aber ich fürchte, da kommen noch weitere Piraten. Naja, das war nicht der einzige. Fick dich! So, mit einem mächtigen Schlag wird die Sache erledigt. Da sind jetzt... Oh, nee, ne? Ernsthaft? Wölfe? Na, warte mal. Wir laufen mal zurück und gucken erstmal, was die hier vielleicht hinterlassen haben. Stumpfe Beile, das kennen wir von diesen. Aber vielleicht ist hier auch... abgeschlossen. Ich dachte, hier wäre was Nettes drin. Was sind das eigentlich für ein Gebäude? Das habe ich mir gar nicht richtig angeschaut. Das ist ein Wachturm, den wir also nicht betreten können. Na gut. Obwohl, diese Meistergegenstände, die können wir vielleicht. Wir sind ja auf dem Weg quasi zum Verkaufen. Können wir schon mal mitnehmen, ne? Würde ich sagen. Ein bisschen was liegt hier auch noch. Hier ist auch noch was zum Nachlesen über diese kleine Insel Kaer Almut. Wurde vor Jahrhunderten gebaut, um den Königen von Skellige als Heimatfestung zu dienen. Es stellte sich jedoch heraus, dass jeder Herrscher den Sitz seines Clans vorzog, sodass Kaer Almhult keine Verwendung fand. Schließlich wurde beschlossen, die Festung in ein Gefängnis umzuwandeln und heute ist sie nur noch eine verfallene Ruine. Sehr spannend. Mal schauen, was wir in dieser verfallenen Ruine so finden werden. Hier haben wir erstmal noch eine Leiche. Ja, und die Hunde müssen uns... Ja, müssen uns... Verdammt. Oh, verdammt, ja, ernsthaft. Wirklich so ein blöder Wachhund hat uns jetzt hier auch noch getroffen. Das ist aber nur einer. Der war wahrscheinlich... Ach, der gehörte zu den Piraten. Ne? Vermutlich. Es war der Gefährte. Der hätte jetzt eigentlich schön seine Freiheit genießen können, aber gut. So, was finden wir denn hier? Ich vermute ja, es wäre ja nur logisch, wenn die Piraten nicht nur unten am Strand sind, sondern auch diese Fest... Ah ja, alles klar. Da sage ich es schon und da passiert es auch schon. Ja, du hast Zeit zum Schreien. Na, na mein Freund. Da war noch ein Hund. Der hat sich verzogen. Wie groß ist die Truppe, die da drin sich aufhält? Okay, da sind die Nächsten. Gut, dass sie so kleckerweise kommen. Aber da hinten haben wir einen Armbrustschützen. Den werden wir erstmal ranrollen. Oh. Das war aber ein böser Treffer. Du wirst es nie lernen. So, jetzt müssen wir erstmal wieder zurück. Das gefällt mir nicht so, wie das hier gelaufen ist. War nicht so gut. Hast du etwas Schiss? Nee, hab ich nicht. So, nehmen wir mal ein bisschen Wasser zu uns. Das sollte reichen. Gegen diese hier. Und schauen, was wir da oben noch finden. Also, das ist ja eine große Gruppe. Vielleicht gibt es ja sowas wie einen Schatz oder ähnliches. Da ist die nächste Truppe. Ja, ich stehe nicht so gut da. Die blöden Wachhunde, die können richtig nerven. Ich würde sagen, die erledigen wir mal zuerst. Aber er mit seinem Schild ist auch nervig. Aber am nervigsten ist er da hinten. Hier, mit seinem... War da nicht eben jemand? Oh,
Oh. Deine Mutter hat dich rausgeschissen. Jetzt hol dich das Grab zurück. Oh. Wir brauchen unseren Absud. Okay, der hat uns jetzt den Arsch gerettet. Das war jetzt... Wo ist denn der Fernkämpfer? Ach, da oben. Zu dem werden wir jetzt... Er ist doch nicht da oben. Was ist denn jetzt hier für ein Chaos los? Ist der schnell. Da ist er. Habe ich doch gewusst, er ist oben. So. Wir werden uns jetzt mal hier... verschanzen. Die Truppe, die ist irgendwie überragend gut. Oder ich bin überragend schlecht. Aber jetzt haben wir hier eine schöne Position erreicht. Okay, einer ist noch. Oh mein Gott. Nein. Wo kommt denn das jetzt schon wieder her? Bist du's? Ja, du bist es. Wir rollen. So, ich glaube, irgendwo ist noch ein Bogenschütze. Oder? Haben wir es jetzt. Ja. War ein bisschen Chaos hier, ich gebe es zu. War jetzt kein so ein taktisch rühmlicher Angriff auf diese Festung. So, aber ach die Gott, die, das ist so lästig. Die haben gar nicht interessantes Zeug bei sich, ne? Ich glaube, wir gehen gleich mal zur Truhe. Und bekommen ein verbessertes Bärenstahlschwert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich vermute mal, das ist auch das Wichtigste, was wir hier finden konnten. Aber wer weiß, wir gucken uns natürlich noch ein bisschen um. Was ist das? Ist nur Kraut, ne? Naja. Zaunrübe oder was war das? Ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist noch jemand. Ich höre doch irgendwas. Ja. Da sind noch welche. Da oben? Hier noch irgendwelche Katakomben oder die sind unterhalb der Burg. Das könnte auch sein. Ich würde sagen, wir schauen uns mal um. Ja, gehen mal hier hoch. Vielleicht sehen wir dann mehr. Hier ist eine Tür, aber die ist abgeschlossen. Ja, okay. Das war es dann nicht. Ist hier noch was Interessantes? Ein bisschen Wasser. Das ist nie verkehrt. Also, es wird auf... das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Sind die hier hinter? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt wäre ich beinahe runtergesprungen. Geht es hier irgendwo rein? Nein, kommt man da oben irgendwo hin? Ach, wen haben wir denn hier? Hier geht's weiter. Die habe ich die ganze Zeit gehört. Kommt schon! Ja, da ist der nächste Gefährte. Und da geht es auch vielleicht noch irgendwo rein. Das sah elegant aus. Okay. Aber da hinten, da müssen immer noch irgendwelche sein. Zumindest werden sie mir angezeigt. So ein bisschen das Problem an der Minimap. Eigentlich wissen wir von denen nichts, aber... Oh, hier geht's rein? Oder was ist das? Gibt's gar keine Informationen zu dieser Tür? Das ist doch frustrierend. Ja, das geht natürlich auch nicht. Okay, es sieht so vielversprechend aus, dieser Turm. Aber es ist kein Hineinkommen. Jetzt könnte man natürlich mutmaßen, ob da unten noch irgendwelche Höhlen sind oder so. Aber wir haben keine Hinweise darauf. Und außerdem, wir haben das Einschema, das vermeintlich Wichtige auf dieser Insel, gefunden. Da oben kommt man hier rauf. Das wäre nochmal eine Überlegung. Nicht runter... Ja, genau. Hier jetzt. Ja, okay. Das geht.
Kommen wir hier doch noch ein bisschen weiter. Fick dich. Aha. Wir kommen der Sache näher. Aber schaut mal, hier komme ich nicht hoch. Wer hat denn hier gerade gerufen? Es werden schon wieder Schwerter gezogen. Aber es ist hier kein weiteres Hochkommen. Man kann da rüber vielleicht noch springen. Das wäre noch ein Weg. Ja. Ah. Oh Leute, also das sieht doch so aus, als ob man da hochklettern könnte. Warum geht das nicht? Ach, das geht. An der... Okay. An der Kante darf ich klettern. Und jetzt? Jetzt sind wir hier, aber das hilft uns auch überhaupt nicht weiter. Na toll. Wir sind immerhin über dem Tor. Das hier irgendwie eingeklemmt ist. Okay, also das hat uns leider nichts gebracht. Guck noch mal, versuch noch mal hier über die Kante rüber zu schauen. Sehen wir noch was Interessantes? Sieht mir nicht so aus. Also zurück. Nee, was will ich hier? Gar nichts. Es leben hier noch ein paar Banditen. Das Geheimnis dieser Lebendigen werden wir jetzt erstmal nicht lüften können. Doch, vielleicht sehe ich noch einen Weg. Wartet. Man kann hier ja noch hoch. Ei! Was haben wir denn hier? Okay. Geht das hier? Oh, es geht. Es geht doch noch runter. Wir haben es gefunden. Jetzt wird's interessant. Fackel raus. Mach dich fertig! Irgendwelche letzten Worte? Okay, alles klar. Das ist der eigentliche Unterschlupf. So, habe ich euch beim Gewindspielen unterbrochen? Das tut mir natürlich leid. So, richtig, es war ein Gefängnis. Und jetzt sehen wir hier ein paar tote, ehemals Gefangene. Vielleicht auch tote Piraten, man weiß es nicht. Kommen wir hier durch? Ich glaube nicht. Keine Chance, aber der Weg führt noch ein bisschen weiter. Was habt ihr hier? Lederbänder und Phosphor. Naja, und jetzt ist auch klar, wo die anderen sind, die wir hier auf der Karte gesehen haben. Aha, ein versteckter Schatz, tatsächlich. Jetzt ist dein Glück vorbei, Missgeburt. Macht ihn fertig! Okay. So, dann schauen wir mal, was wir für einen Schatz hier finden werden. Wir gucken uns noch mal ein bisschen um. Ach, warte mal, geht's hier denn rein? Abgeschlossen. Alles ist abgeschlossen und nirgendwo ein Schlüssel. Oh, aber steht direkt Schlüssel benötigt. Das ist natürlich vielversprechend. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, das führt dort nur raus. Und wir wollen nicht raus. Auch hier verschlossen, Schlüssel benötigt. Ah, was haben wir denn hier? Mysteriöse Notiz. Haltet die Augen nach Schiffbrüchigen offen, nach einsamen Reisenden, betrunkenen Kriegern, bringt sie zu mir in den Keller. Den großen Alten dürstet nach Blut. Oh, nein, hier steckt wohl möglich noch mehr dahinter. Okay. Schneller. Oh, erstmal haben wir den Piratenanführer. Oh, der ließ sich ja jetzt nicht so gut verhexen. Ich glaube, wir sollten mal das wegnehmen. Ist jetzt auch nicht nötig. Ein bisschen Schutz. Und das war falsch. Ich wollte eigentlich blocken. War falsch. Na toll. Versuchen wir es nochmal. Jawohl. Na, wie lange soll ich noch warten? Komm schon! Okay. Das war der Anführer. Der hat leider keinen Schlüssel bei sich.
Aber die große alte Nummer, das kann ich. Irgendwie kann ich das nicht so richtig glauben, dass sie hier sowas getrieben haben. Na, mal sehen. Okay, hier haben sie auf jeden Fall Leute gefoltert. Und es führt nicht weiter hinunter. Kerkerschlüssel. Ah. Also doch, es gibt doch einen Schlüssel zu diesen Türen. Ach, schaut mal, das ist so ein Kerker, der führt dann hier direkt raus. Aber Leute, die Flucht ist doch hier einfach. Man springt einfach ins Wasser und schwimmt. Himmelszellen. Nette Idee für ein Gefängnis ohne Gitter. Schade, dass er nicht fliegen konnte. Himmelszellen, genau. So heißt der offizielle Fachbegriff. Ja, aber naja, gut, okay. Also die Schlucht ist... bis zum Wasser ist vielleicht ein bisschen zu weit. Gebe ich zu. Also Himmelszellen sollten schon so gebaut werden, dass man nicht unten ins Wasser springen kann, würde ich mal sagen. Ah, das ist ein Schatz, vermute ich. Auch wenn die Jägerhose nicht so doll ist. Nee. Noch begeistert mich das nicht. Als Schatzsucher. Was haben wir hier? Das könnte vielversprechender sein. Okay, der Bezwinger. Ein Meistergegenstand. Eine gehärtete lyrische Lederhose und noch ein bisschen was. Damit sind wir auch überladen. Ja. Und das bringt mich wieder zu dem schönen Absud. Wir gucken erstmal. Haben wir jetzt eigentlich den Schatz gefunden? Ich glaube ja, ne? Das Symbol ist weg. Damit ist der Schatz unser und das vermutlich letzte Geheimnis dieser Insel gelüftet. Wir haben doch, ich muss einfach jetzt nochmal genau nachgucken, wir haben doch dieses Absud, das werde ich jetzt wieder trinken, um zum Schmied zu kommen und ohne jetzt hier irgendwie großartig was fallen lassen zu müssen. So, ich muss leider mal durchgucken. Vitalitätsregeneration, Vitalität, Angriffskraft, Immunität, Sauerstoff, Kombination, Nekrophagen. Mann, wo war das nochmal mit dem Tragen? Resistenzen, Dunkelheit, Geister, Crit, Immunität, Gewicht. Ah, da haben wir nur eins. Biesabsud, das muss ich mir merken. Grün liegt hier weiter unten. Okay, das werden wir nutzen. So, jetzt können wir das problemlos tragen. Und damit machen wir uns jetzt auf zu unserem Schiff. Und segeln in die Hauptstadt und werden ordentlich verkaufen. Und werden schauen, ob dort noch Schatzkarten zu kaufen sind. Das war ja mit ein großes Thema, was ich zuletzt leider etwas sorglos missachtet habe. Oh, ich hatte gehofft, hier geht es auch noch irgendwo hin, aber nein. Hier können wir längs rüber. Ja, im Großen und Ganzen interessanter kleiner Ausflug. Wobei ich mir immer von diesen Festungen noch ein bisschen mehr verspreche. Von diesen Ruinen. Es ist ja dann tatsächlich immer sehr wenig übrig, sehr wenig zu erkunden. Aber beeindruckend sind sie allemal. Zum Beispiel in den Turm noch ein bisschen höher reinzukommen. Okay, ich denke, hier können wir mit gutem Gewissen einfach mal unser Boot austauschen und das der Piraten nutzen. Ich wollte nur von Zivilisten eigentlich möglichst wenig stehlen. Also nehmen wir das jetzt, nämlich das ist noch unbeschädigt. So, Steuer übernehmen und wenn ich mich recht entsinne, müssen wir einfach nur ungefähr geradeaus fahren. Ja, genau, da haben wir schon den Leuchtturm an dem vorbei und dann sind wir schon in der Bucht, in der die Hauptstadt liegt. Also, jetzt gibt es nichts weiter zu tun, als diese Überfahrt bei schönstem Wetter zu genießen. Jetzt, wenn jetzt einfach mal so Musik einsetzen würde, das wäre ganz cool.
Das war übrigens eines der wenigen Sachen, die ich wirklich bei Assassin's Creed Valhalla, entschuldigt mir mal, ein bisschen off-topic an dieser Stelle, mache ich sonst nicht, sehr gut gefallen hat, dass man selber, wenn man ein Boot gefahren ist da, quasi bestimmen konnte, wann Lieder gesungen werden. Das war eine sehr, sehr gute Idee. Sehr, sehr stimmungsvoll. Nun gut, ich meinte, Geralt müsste jetzt natürlich hier alleine singen. Das ist ein bisschen komisch, das gebe ich zu. Da hatte man ja eine Mannschaft dabei, die dann mitgesungen hat. Was ist da eigentlich... Achso, warte mal. Wo müssen wir eigentlich hin? Ist das die Einfuhr? Oh, haben wir wieder einen Wal? Ja! Oh mein Gott, das ist hier die Walstelle. Hier bin ich doch das letzte Mal... Cool. Hab's nur kurz gesehen. Hier bin ich das letzte Mal vor Schreck aus dem Boot gesprungen. Ich glaube, wir müssen hier lang, ne? Links oben, das sind doch die Gebäude da. Der Palast und ähnliches. Ah, Sirenen. Wir haben ja das Horn eigentlich. Das, ich weiß gar nicht, ob man das auf dem Boot auch nutzen kann. Wahrscheinlich nur, wenn man vom Ruder geht. Und die Frage ist, haben wir das Tempo, um die Sirenen abzuhängen? Im Moment sieht es so aus. Oh, wir haben wieder einen Wal. Ah, schade. Das ist hier die Bucht. Dafür. Okay. Ich werde mal hinten zum Aufzug fahren. Bin mir nicht ganz sicher, ob da auch eine Anlegestelle war. Aber das dürfte jetzt der kürzeste Weg sein. Ja, das ganze Ufer ist quasi Hafen. Das passt ganz gut. Ja, ist natürlich die Frage, wo man hier vernünftig an Land kommt. Versuchen wir es mal hier. Okay. So verdient man sich Respekt ins Gellige, Geralt. Genau so. Ja, danke für die ermutigenden, aufmunternden Worte. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich jetzt den Angelplatz da kaputt gemacht habe. Aber es ist halt auch eine Anlegestelle, ne? Darf man auch nicht vergessen. Starke bis zum Schluss. Angeblich ist Gilgos auf einen Kampf aus. Und nicht gegen die Schwarzen, sondern gegen uns. So. Auf geht's. Warte mal, wie war das nochmal? Ah ja. Einfach benutzen. Also, man ruft wahrscheinlich den Leuten unten zu. Hey, zieht mal den Hebel. Ich will hoch. Man kann nicht speichern. Bist du blass? Gestern auch gesoffen? Nee, da hast du gehört, was zu dass tun. Der Aufzug gestern stecken geblieben ist? Kjeld hing einen halben Tag oben, bevor er runtergeholt wurde. Nur Dummköpfe lassen sich in einer Holzkiste liegen. Na, der ist ja frech. Zeichnet uns als Dummkopf. So, mussten wir ganz hoch? Ja, wir mussten ganz hoch. Letzte Nacht war... Puh. Morgen hat meine kleine Norgun Geburtstag. Und ich weiß nicht, was ich ihr schenken soll. Ich hab dich im Blick. Was ist das? Das ist eine Verzierung. Ich habe sie eingraviert. Schmelz die Klinge ein und schmiede sie nochmal. Ein Schwert soll scharf sein, nicht hübsch aussehen. Alles klar. So, wir werden mal mit beiden sprechen. Müssen die Schwerter geschärft werden? Achte auf deine Manier. Müssen die Schwerter geschärft werden? Das klappt schon wieder nicht richtig.
Da bist du ja wieder. Und? Hatte ich nicht recht? Mit ihm können wir sprechen. So. Dann? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Gucken wir jetzt erstmal, ob er Schatzkarten hat. Das könnte aber auch der andere gewesen sein. Ah, nee. Oh, tatsächlich. Oh Gott, ey. Ja, krass. Wie konnte ich das übersehen? Ibrahim Saves zweite Karte. Ibrahim Saves vierte Karte. Feuchte, schimmlige Notiz von Hieronymus zum Hexer Elga. Eieiei. Okay. Und das andere sind Schemata. Ja, das war natürlich echt wichtig. So, dann gehen wir mal rüber. Und nein, da wollte ich nicht hin. Und wir verkaufen. So viel es geht. 2200 hat er. Okay, erstmal die schweren Rüstungen hier. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Das auch nicht. Die Jägerstiefel, Kavalleriestiefel. Das Grüne behalten wir natürlich immer. Dann Freischärlerstiefel, Axtkämpferstiefel weg. Pferdenlesestiefel, das bleibt. Das ist die gehärte lyrische Lederhose. Jägerhose. Nochmal. Okay, okay. Ich mache ein bisschen langsam, weil ich hier nichts Falsches verkaufen will. Dafür habt ihr sicher Verständnis. Kommen wir zu den Waffen. Er hat noch 1400. Deitwen, das ist, glaube ich, das Schwert, was wir gerade gefunden haben beim Schatz. Ja. Ich interpretiere es sicher richtig, wenn hier plus so und so viel X Schaden steht, dass das zusätzlich zu dem Schaden ist, was angezeigt wird dort oben. Ich meine, es ist immer noch 54 insgesamt schlechter, insofern auf jeden Fall keine Alternative. Aber wäre nochmal wichtig zu wissen, dass die Systematik so stimmt. Ein Silberschwert, was wir nicht benötigen. So, jetzt hat er ja gleich kein Geld mehr. Das können wir noch verkaufen. Okay. Das war aber schon mal sehr ordentlich. Vielen Dank. Wiedersehen. So, und jetzt gucke ich mal, ob der andere ansprechbar ist. Das ist ja bei dem ja immer ein bisschen heikel. Aber ich ziehe meine gute alte Nee, ist er nicht. Okay, ich würde sagen, wir meditieren mal. Es könnte sein, dass die Uhrzeit ein Problem ist. Ne? Ich meditiere mal bis 20 Uhr. Mal gucken, was er dann sagt. Ansonsten werden wir zu ihm am nächsten Morgen gehen. Aber schaut mal, sie arbeiten weiter. Hm, jetzt sind sie tatsächlich weg. Okay, also sie haben Feierabend gemacht, was absolut legitim ist. Ich würde sagen, wir machen dann auch einfach Feierabend. Geralt wird unten, hier haben wir ja eine schöne Übernachtungsmöglichkeit, unten da in die Kneipe gehen, die Nacht verbringen. Und dann sehen wir uns am nächsten Morgen wieder. Und dann wird hoffentlich der Waffenschmied nochmal Zeit für uns haben. Wir werden dann nochmal volle Socke verkaufen und gucken, ob auch er noch Karten hat. Aber wisst ihr was? Die Sache werden wir noch kurz auflösen. Nämlich, was sind das für Karten? Wo müssen wir da hin? Das ist doch nochmal interessant. So. Sind das diese hier? Ja. So, nach Professor Atemsteins Einführung studierte ich die Spuren der Anwesenheit von Hexern der Bärenschule. Ich entdeckte ihr Bärensymbol an immer mehr Orten. Jeden davon habe ich auf dieser Karte verzeichnet. Ich stellte etwas Beunruhigendes fest. Ein gewisser seltsamer Herr verfolgt mich offenbar seit einiger Zeit. Er übernachtet in den gleichen Herbergen wie ich. Er folgt mir wie ein Schatten. Ich habe beschlossen, umgehend zum Ausgangspunkt meiner Suche zurückzukehren zu den Ruinen der Burg Tirsek. Und dort die anderen Expeditionsmitglieder zu treffen. Ibrahim Savi, Assistent der Naturgeschichte an der Akademie Ochsenfurt. Okay, dann haben wir das noch, die vierte Karte. Karte ist beschädigt und blutbefleckt. Die markierten Orte sind schwierig zu erkennen und nur ein Teil des Texts ist leserlich. In den Ruinen von Burg Tirsek. Dort haben wir die ersten Symbole gefunden. Dort werde ich sicher sein. Okay, also sicher war er offensichtlich nicht. Dann haben wir noch Hexer Elga wieder. Elga hat weitere Schemas zum Verbessern der Wolfsschulenausrüstung in verschiedenen Regionen von Skellige versteckt. Einige befinden sich in einem hölzernen Fort im Süden Artskellix. Andere liegen in den Ruinen im Westen Hindersfjords. Ein dritter Satz ist in den Grabhügeln im Westen Artskellix verborgen.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ein bisschen was haben wir ja eigentlich schon gefunden. Einige Schemas zum Verbessern der Wolfschulenausrüstung sind auf den Skellig-Inseln versteckt. Elga ließ im Zentrum Art Skellig sowie in den Ruinen zwei Wachtürme auf Undvik und auf Spikorok. Er hofft auf Herxer, die sie brauchen, klug genug sein würden, sie zu finden. Ja, es doppelt sich jetzt natürlich ein bisschen. Ne? Wir gucken mal, was jetzt alles aktualisiert wird. So, Bärenschulenausrüstung. Teil 2. Teil 4. Okay. Also wir haben auch zwei Sachen, glaube ich, von der Bärenschulenausrüstung hier schon gefunden. Und auch von der Wolfsschule haben wir auch schon was gefunden. Wolfsschule Teil 3, Teil 6. Das war's. Dann gucken wir mal, ob irgendwo, wo wir schon gewesen sind, jetzt Quest-Symbole aufgetaucht sind. Aha. Das war das, was ich nicht gefunden hatte. Genau, ich erinnere mich sehr gut. Und hier sind wir doch gewesen. Okay, das ist natürlich jetzt ein Ding. Das ist... Und da sind wir vorbeigesegelt. Eieieiei. Okay, also die drei Sachen sind definitiv neu. Na, passt auf. Ich denke, wir werden das noch machen. Den Rest, den holen wir uns später. Wir werden dann aber unsere Tour hier in diese Richtung fortsetzen. Und schaut mal, hat sich schon gelohnt? Hier ist nämlich auch was markiert, zumindest. Okay, gut, dass wir hier noch gewesen sind. Mal gucken, ob der andere Waffenschmied auch noch was weiß. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinwall.